Hallo zusammen, ich bin die Verena und ich freue mich heute mit euch eine Jubilates-Einheit zu absolvieren. Wir werden verschiedene Elemente aus dem Yoga und Pilates mischen, sodass ein ganz harmonischer Flow entsteht. Und gerade wenn man im Flow arbeitet, werden unsere Meridiane, die Energiebahnen, stark stimuliert und aktiviert. Und ich denke, das ist gerade jetzt in dieser Zeit besonders wichtig, dass wir Energie gewinnen und auch Kraft tanken. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß. Du benötigst lediglich eine stabile Unterlage und ich empfehle dir, barfuß zu trainieren. Dann stell dich doch mal hüftbreit auf deine Unterlage hin und lass die Schultern einfach mal nach hinten unten fließen. Deine Arme sind locker, Knie leicht gebeugt. Dann pendelst du ganz langsam vor und rückwärts. Immer im Wechsel auf die Ballen und auf die Fersen. Ich mache die Musik ein bisschen lauter. Dann verlagere dein Gewicht einmal auf die Fersen und drehst nur die Zehenspitzen nach außen. Atme ein über außen. Deine Fingerspitzen schließen. Und langsam wieder ausatmen. Einatmen über außen. Und ausatmen tief. Du kannst immer dein eigenes Tempo machen. Die Atmung bestimmt dein Tempo. Beim nächsten Mal, wenn du tief kommst, nimm mal deine Knie leicht mit. Leicht in die Beugung. Einatmen hoch. Und ausatmen, die Knie leicht beugen. Du lässt immer deine Ellbogen ganz locker hängen. Beim nächsten Mal gehst du noch tiefer. Schieb mal den Po zurück. Die Arme hoch und wieder den Po zurückschieben. Die Arme lösen und über außen nach oben. Beim Lösen lass mal den Kopf los. Spannung abgeben. Und das ist immer so ein leichtes Aufrollen. Beim nächsten Mal gehen wir noch tiefer. Die Hände berühren kurz den Boden und kommst wieder über außen hoch. Ausatmen tief. Einatmen hoch. Nimm die Atmung immer mit. Mach eine kleine Veränderung. Bleib mal tief, die Hände zur Matte. Und jetzt streckst du die Beine einmal durch. Stretch, wieder beugen. Du kommst wieder über außen hoch. Nochmal tief kommen, Hände ablegen. Streck die Beine durch, wieder beugen und über außen hoch. Lass mal den Kopf nochmal los, ganz bewusst. Release und über außen hoch. Einatmung streck die Beine, mit der Ausatmung beugen, mit der Einatmung hoch, mit der Ausatmung wieder tief. Im nächsten Mal bleibst du oben, spreizt die Finger, die Füße wieder gerade. Jetzt schwing einmal durch. Spann die Arme, spreizt die Finger und lass los. Beim Loslassen vor allem den Kopf fallen lassen. Spannung abgeben. Nimm dir Zeit fürs Langziehen. Mach dich groß. Atme immer aus beim Schwung. Ein, wenn du hochkommst. Schwingst du mal nur mit rechts. Jetzt dreh ich die Hand. Der Daumen zeigt nach hinten. Durchschwingen. Und schau mal, du schwingst unten über Kreuz, ziehst dich wieder lang. Cross. Und schaust du auch immer zurück. Nochmal Swing. Und nächste Veränderung. Dreh dich oben nach hinten auf. Auch hier folgt immer der Blick. Come on.
roll dich Wirbel für Wirbel auf. Schwing mit links. Auch hier ist die Hand wieder gedreht. Der Daumen zeigt nach hinten. Die andere Hand bleibt locker an deinem Bein. Und wir schwingen über Kreuz. Hörst du die Atmung? Aus. Ein. Nimm die mit. Die Atmung unterstützt immer die Bewegung. Dreh dich oben wieder auf. Dein Blick folgt deiner Hand. Beim Aufdrehen darf sich alles ein bisschen mitdrehen, auch die Hüfte. Einmal noch. Halte oben. Lass den Arm über hinten los. Komm tief. Roll dich auf. Schau mal, der rechte Arm geht hoch und du biegst dich zur Seite. Öffne wieder nach hinten. Komm tief. Und roll dich auf. Linke Seite. Lateral. Nach hinten. Tief kommen. Dreh die Finger nach innen. Stütz dich ab. Roll dich auf. Seitlich. Zurück. Tief. Und roll up. Im Flow. Ganz harmonisch. Jede Seite noch einmal. Tief kommen. Finger nach innen. Roll up. Das letzte Mal mit links. Zurück. Dreh die Finger nach innen. Roll dich auf. Jetzt schau mal. Dreh die Finger wieder nach außen. Komm ganz gerade tief. Rund machen. Lass den Kopf los. Gerade im Rücken tief. Rund hoch. Gerade tief. Letztes Mal. Bleiben wir gerade. Jetzt legst du die Unterarme auf deine Oberschenkel ab. Schau mal, das Becken ist gekippt. Ganz lange Wirbelsäule. Jetzt geht der rechte Arm hoch mit der Einatmung. Mit der Ausatmung tief. Linke Seite. Einatmen hoch, ausatmen tief. Auch hier bestimmt die Atmung dein Tempo. Den Daumen wieder abspreizen, der führt so ein bisschen. Mach mal die Bewegung ganz groß. Suchst immer die Länge. Weit aufmachen. Jede Seite noch einmal. Fingerspitzen zur Matte. Lass den Kopf locker hängen und streck mal deine Beine mehr durch. Jetzt hebst du immer im Wechsel die Fersen an. Auch hier machst du das in deinem eigenen Tempo. Lass hier hinten den Nacken locker. Einmal noch. Und dann steigst du mit rechts ganz weit zurück. Großer Schritt. Stütz dich vorne ab, komm hoch. Jetzt richte dein Becken auf. Das heißt, der hintere Oberschenkel zieht nach vorne. Du kommst ganz gerade tief, wie ein Aufzug. Der rechte Arm geht hoch, der linke ist unten stark. Jetzt biegst du dich ein bisschen zur Seite. Mit der Einatmung gerade. Und mit der Ausatmung lateral. Spann mal den Unterbauch. Finger unten, sind gespreizt, mehr Spannung reinzukriegen. Beim nächsten Mal halten wir eine Runde, atmen weiter und kommen langsam zurück, Fingerspitzen tief. Und du holst dir das hintere Bein wieder vor und dann streck mal deine Beine durch. Stretch. Wieder beugen, einatmen über außen und ausatmen tief. Einatmen über außen, ausatmen tief. Einmal noch. Bleibst du wieder unten, Fingerspitzen absetzen, Kopf locker, streck die Beine durch. Jetzt hebst du im Wechsel immer die Zehenspitzen an.
hier arbeitest du in deinem eigenen Tempo und machst für dich jede Seite noch einmal und steigst dann mit links zurück. Vorne abstützen, aufrichten. Richte dein Becken wieder auf, der hintere Oberschenkel zieht nach vorne, kommst ganz stabil tief wie ein Aufzug. Linker Arm geht nach oben, der rechte Arm ist stark unten und dann schieb und zieh dich wieder zur Seite. Mit der Einatmung lang zur Mitte und mit der Ausatmung in die Seite. Arbeite langsam, kontrolliert und vor allem konzentriert. Spreiz die Finger unten. Das gibt dir noch mehr Stabilität. Einmal noch dynamisch. Und dann bleibst du auf der Seite. Wir halten. Einmal eine Einatmung, eine Ausatmung. Und dann komm langsam zurück. Und nimm die Fingerspitzen wieder tief. Jetzt platzierst du die volle Handfläche auf der Matte. Es ist ganz wichtig, die Finger aufspreizen. Mittelfinger nach vorne zeigen lassen. Jetzt steigst du zurück in eine Linie, das ist unser Brett. Drück dich aktiv raus aus den Schultern, Bauch nach innen ziehen und heb mal das rechte Bein und mach den Fuß lang. Wieder lösen, das linke Bein anheben, langer Fuß. Und wieder lösen, dann schieb mit den Händen weg vom Boden und schieb den Po ganz weit nach oben. Kipp dein Becken, als ob du ein Hohlkreuz machen wolltest und schau in Richtung Knie. Deine Fersen ziehen ganz leicht nach außen, sieht man kaum. Jetzt roll dich rund, wieder bis ins Brett. Eine Linie. Mit der Einatmung das rechte Bein hoch, mit der Ausatmung tief. Linke Seite einatmen hoch, ausatmen tief. Dann schieb dich wieder ganz weit hoch. Bleib hier im V stehen. Ich zeig dir das mal von der Seite. Aus dem V kommst du wieder rund bis ins Brett. Eine Linie. Mit der Einatmung geht das rechte Bein hoch. Langer Fuß. Mit der Ausatmung tief. Links einatmen. Ausatmen. Schieb dich wieder hoch ins V. Lass die Fersen oben. Schau in Richtung Knie. Roll dich wieder rund bis ins Brett. Mit der Einatmung geht das rechte Bein hoch. Ausatmen tief. Durchhalten. Schieb den Po hoch und nimm das rechte Bein mit nach oben. Gib richtig Druck in die Matte, schieb dich aktiv weg. Flex den Fuß oben, Zehenspitze ranziehen. Drehe mal den Fuß aus, öffne die Hüfte nach rechts oben. Und setz das Bein ab, roll dich rund wieder vor. In der Einatmung geht das linke Bein hoch, ausatmen tief. Einatmen rechts. Ausatmen tief. Schieb ins V. Links geht hoch. Aktives Wegdrücken. Flex den Fuß oben. Schau in Richtung unteres Knie. Komm zurück. Roll dich rund. Wieder bis ins Brett. So, letzte Runde. Einatmen rechts. Ausatmen tief. Einatmen links. Ausatmen. Schieb ins V, rechts geht hoch. Halte für einen Moment. Beug dein oberes Bein und steig mit rechts nach vorne. Jetzt nimm mal deine Arme hoch. Langsam auftauchen. Arme zur Seite. Jetzt Achtung, deine Hände gehen auf die Rippenbögen und du holst das hintere Knie oben. Ruhe reinbringen. Stabilisier dich. Schließ mal deine Rippenbögen. Zumachen.
Bauch nach innen ziehen. Jetzt beginnst du zu kreisen. Aus der Hüfte raus. Ganz ruhig. Wechsel die Richtung. Pilates. Ist immer nur ganz kurz die Übungen. Kurz und kontrolliert. Steig wieder zurück. Großer Schritt. Atme ein. Ausatme tief. Dreh den Fuß vorne aus und steig wieder ins V zurück. Das linke Bein geht hoch. Drück dich aktiv mit den Händen weg. Deine Arme sind gestreckt. Öffne die Hüfte. Dann beug dein oberes Bein und steig weit nach vorne. Mit der Einatmung komm hoch. Mit der Ausatmung Arme zur Seite. Deine Hände gehen nochmal auf die Rippenbögen und du holst das hintere Knie hoch. Langer Fuß, Point. Schließ die Rippenbögen zu machen. Powerhouse. Fester Unterbauch. Beckenboden aktivieren. Mal zu kreisen, egal in welche Richtung, wir machen beide. Verankere den Fuß, den Standfuß fest am Boden. Wechsel. Dann kommst du in einen hüftbreiten Stand. Nimmst deine Arme lang nach oben. Schließ die Handflächen und schieb den Po zurück. Einatmen hoch, Finger spreizen und ausatmen, schieb den Po zurück. Heb mal deine Fersen an und wieder Fersen tief. Fersen hoch und das Gewicht geht ganz weit zurück. Auf die Fersen, einatmen, ausatmen. Ändern was. Einatmen hoch. Dreh den Oberkörper nach rechts. Einatmen hoch. Dreh den Oberkörper nach links. Du darfst immer mit dem Ellbogen das Gegenbein berühren. Bleibst du mal auf der rechten Seite. Stopp. Schau mal in Richtung Knie. Auf einer Linie, ganz wichtig. Jetzt machst du mit der unteren Hand eine Faust. Press die obere Handfläche auf die Faust drauf. Jetzt drück mit der Handfläche oben ganz fest auf die Faust, bis der Oberkörper noch weiter nach oben rotiert. Schau zur Decke. Lass die Atmung fließen. Immer mit der Ausatmung holst du noch was raus. Vielleicht geht noch was. Ruhe reinbringen. Ganz langsam zurückkommen. Zieh dich nochmal lang hoch. Und mit der Ausatmung wieder den Po zurück. Fersen hoch, Fersen tief, mach dich lang und ab. Jetzt bleib aber oben, Fersen sind oben, stabilisier dich wieder. Jetzt nimmst du die Arme tief und dann beginn mal zu pumpen nach hinten. Wir lassen die Fersen oben. Schließ deine Rippenbögen. Und mach wieder den Unterbauch ganz fest. Ich sag im Pilates immer, als ob du ein ausatmest. Schau mal, mit der Einatmung dreh die Handfläche nach vorne und mit der Ausatmung wieder nach hinten. Vielleicht sind das so 4 Schläge pro Atmung. Kannst auch die Staccato-Atmung machen. So ein bisschen schwungvoller einatmen. Und aus. Du kannst auch mal ein F ausatmen. Das ist
unterstützt immer ein bisschen die Rippenbögengeschichte. Letztes Mal. Dann nimm die Arme wieder hoch und setz dich zurück in den Sturm. Einatmen, lift. Ausatmen, rotieren. Einatmen, wechsel. Darfst wieder den Ellbogen immer ganz kurz aufs Gegenbein ablegen. Jetzt bleibst du auf der linken Seite. Kontrollier deine Knie. Sind die auf einer Linie? Einfach hinschauen. Mach eine Faust mit der unteren Hand und die obere Handfläche geht drauf. Jetzt drück mit der Handfläche oben dich von dieser Faust so ein bisschen ab, bis du mehr in die Rotation kommst, nach oben. Mal überprüfen, wie weit es geht. Schau nach oben, dein Ellbogen zeigt zur Decke. Immer mit der Ausatmung. Hol noch was raus. Gib alles. Rotationen entgiften uns. Entgiften die Organe. Wichtig. Letzte Ein- und Ausatmung. Und dann komm zurück. Mach dich lang. Schau mal, deine Arme, deine Finger werden weich, ganz locker. Jetzt rollst du den Kopf ein, die Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule, Knie weich, ganz locker. Abrollen und wieder aufrollen, Wirbel für Wirbel. Über außen hoch, ganz locker tief. Roll down, spann den Bauch, Knie weich. Und roll wieder auf. Der Kopf zuletzt. Jetzt atme aus. Und atme ein, hoch. Beim nächsten Mal bleiben wir unten. Jetzt gehen erstmal die Fingerspitzen zur Matte, nahe an den Fuß. Und du lässt ganz bewusst den Kopf los. Jetzt streck mal deine Beine. Noch mehr durch, so lange es geht. Ich denke, du bist jetzt auf jeden Fall warm. Wer schafft, geht in die Endstreckung. Und du verlagerst das Gewicht mehr nach vorne, immer auf die Ballen. Man zieht die Fersen ganz leicht nach außen, als ob du ein kleines X machen wolltest. Jetzt schau mal durch die Beine durch, hoch, bis du deine Decke siehst. Wer mehr möchte, greift die Waden. Du ziehst dich ganz aktiv mit dem Oberkörper näher an die Waden ran, an die Beine. Du entscheidest immer, wie intensiv du in die Dehnung gehen möchtest. Ganz langsam die Beine beugen, die Hände aufsetzen, nochmal zurücksteigen und die Knie ablegen. Lass mal die Füße aufgestellt, aktiv und du schiebst dich zurück. Der Kopf bleibt oben. Jetzt kommst du mit geradem Oberkörper vor. So ein bisschen das Gewicht nach vorne schieben und du drehst die Ellbogen eng an die Seite und kommst langsam mit festem Bauch in den Push-Up. Als ob du die Stirn ablegen wolltest oder die Nase. Wieder hoch, zurück. Gerader Rücken vor, den Bizeps nach vorne drehen, Push-Up und wieder zurückschieben. Achtung, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Beim nächsten Mal bleibst du tief, legst jetzt dein Brustbein ab. Und du rutschst so ein bisschen durch, Füße lang, zieh deine Hände an den Rippenbögen und dann komm mal in die Cobra, ohne abdrücken. Das macht nur dein Rückenstrecker. Die Schultern fließen nach hinten unten und der Blick geht zum Boden.
Nöse, stell die Füße auf und schieb jetzt nur den Po hoch. Ellbogen eng, Push-Up zurück. Nochmal. Vor, den Brustkorb ablegen, so ein bisschen durchrutschen. Cobra. Schambeinknochen verankern. Wieder lösen. Schieb den Popo zuerst hoch. Enge Ellbogen, Push-Up zurück. Und nochmal nach vorne. Tief gleiten, durchrutschen. Cobra. Löse. Den Popo zuerst hoch. Ellbogen eng, Push-Up zurück. Das war schon die letzte Runde. Wieder vor. Tief kommen. Durchrutschen. Jetzt bleiben wir in der Cobra. Wir nehmen die Ellbogen unter die Schultern. Die Unterarme legst du ab. Dein Schambeinknochen verankerst du auf der Matte und du ziehst mal richtig fest den Bauch hoch. Den Bauch in Richtung Wirbelsäule ziehen. Schultern fließen nach hinten unten und der Blick geht entweder gerade vor oder leicht zum Boden. Das, was der Nacken hergibt. Jetzt beugst du das rechte Bein, langer Fuß, wieder lösen. Linkes Bein beugen, wieder lösen. Ganz kontrolliert. Es wird aus dieser Bewegung ein Kick. Kick rechts, Kick links. Jetzt atmest du beim Kick ein und wieder aus. Beim Kick ein. Ist vielleicht ungewohnt, aber hier im Pilates ist oft die Atmung ein bisschen anders. So Yoga. Kick. Probier's aus. Spann den Bauch. Du hast immer das Gefühl, du ziehst die Ellbogen an dich ran. Aktiviere deine Schulterblätter hin. Jede Seite noch einmal. Dann löse und platziere die Hände wieder an den Rippenbögen. Stell die Füße auf. Schieb nochmal den Po hoch. Ellbogen eng. Push-up zurück. Komm ins V. Nimm nochmal das rechte Bein hoch und steig mit rechts ganz weit vor. Stütz dich mit der rechten Hand auf deinem rechten Oberschenkel ab und dreh den hinteren Fuß 90 Grad. Jetzt geht der linke Arm ganz eng am Ohr vorbei, nach oben. Beide Arme auf Schulterhöhe, beug dein vorderes Bein. Richte dein Becken auf und rotiere so ein bisschen das Knie nach außen. Das heißt, du kannst, wenn du runterschaust, deine ersten zwei Zehen. Schau mal stolz in die Ferne. Krieger. Hinten der Fuß, da hat die Außenkante vom Fuß so ein bisschen mehr Kontakt als die Innenkante. Jetzt verlagere ein bisschen das Gewicht nach vorne, als ob da jemand zieht. Und du holst den hinteren Fuß näher ran. Fingerspitzen tief und die obere Hand geht an deine Hüfte, an den Hüftknochen. Aktiviere dein Zentrum und heb mal langsam das Bein an. Jetzt ist das Standbein noch gebeugt. Noch. Zehenspitze oben ranziehen, flex, das Bein oben strecken. Jetzt streck dein Standbein. Geht durch. Öffne die Hüfte. Wer möchte, bleibt so. Oder du streckst den Arm jetzt noch nach oben aus. Dreh dich auf. Wer möchte, kann noch den Blick mit nach oben nehmen. Wer möchte. Lösen auf, die obere Hand geht wieder tief und das obere Bein, das stellst du einfach mal hüftbreit neben das andere Bein ab. Jetzt roll dich Wirbel für Wirbel auf, mach dich lang und
beginn mal mit den Armen zu paddeln. Hier aktivierst du wieder die Rippenbögen. Unterbauch fest. Wir brauchen wieder unser Powerhouse. Und dabei setzt du jetzt den Po zurück. Der Blick geht leicht zum Boden. Von innen die Muskeln stark und fest machen. Lange Arme. Handgelenke gerade. Die Atmung fließen lassen. Und du darfst über außen lösen. Steig zurück ins Brett. Schieb den Po hoch. Mit der Einatmung hebst du die Fersen höher. Mit der Ausatmung darfst du die Fersen mal fest nach unten pressen. Soweit es geht. Einatmen hoch. Und mit der Ausatmung die Fersen tief. Tief ist immer ganz individuell. Jeder wie er kann. Beim nächsten Mal bleiben die Fersen oben. Und du steigst mit links weit vor. Stütz dich mit der linken Hand ab und dreh den hinteren Fuß 90 Grad. Der andere Arm geht eng am Ohr vorbei. Beide Arme auf Schulterhöhe. Das vordere Bein beugen. Richte dein Becken auf. Schau nach vorne. In die Ferne. Über deine Fingerspitzen. Dreh immer so ein bisschen das Knie nochmal aus. Und hinten die Außenkante deines Fußes hat ein bisschen mehr Kontakt als die Innenkante. Jetzt verlagere dein Gewicht mehr nach vorne, hol das hintere Bein ein bisschen ran, Fingerspitzen tief, die andere Hand an die Hüfte und einfach mal das Bein hinten anheben. Standbein ist noch gebeugt. Wir arbeiten uns langsam wieder ran an den schwebenden Halbmond. Der ist nicht ganz einfach. Du gehst immer nur so weiter, wie es geht. Streck mal dein Standbein so lang wie möglich durch. Das obere Bein hoch, flex den Fuß, dreh die Hüfte auf. Und wer möchte, löst den Arm. Wer mag, schaut sogar nach oben. Braucht mal ein bisschen mehr Konzentration. Ruhe reinbringen, noch drei Atemzüge halten. Lösen wir zuerst die Hand. Und jetzt einfach mal das Bein oben beugen und den Unterschenkel auf die Matte legen. Jetzt darfst du dich ganz bequem hinsetzen. Stell mal die Füße auf. Deine Hände sind außen an deinen Knien. Roll dich mal so ein bisschen ab hinten über dein Steißbein. Wieder aufrollen. Ausatmen. So leicht einrollen. Rund werden. Wieder in die Länge. Letztes Mal. Bleiben wir oben. Heb dein Brustbein. Jetzt bist du hier unten im Becken aufgerichtet. Die Schultern sind hinten, spann den Bauch, komm erst ein bisschen mit Hilfe der Bauchspannung zurück, als ob da so ein Lehnstuhl wäre. Das aktivierst du schon jetzt. Deine Bauchmuskeln. Heb das rechte Bein, greif in die Kniekehle. Heb dein linkes Bein, greif in die Kniekehle. Flex die Füße. Dreh die Füße aus und schließ die Fersen. Hebst du die Unterschenkel auf Höhe der Knie an. Drück mal die Fersen zusammen. Das gibt dir Kraft im Beckenboden. Bleib aufrecht. Das ist das Level 1. Wer möchte, kann genauso halten. Wenn du das Gefühl hast, ich kann noch. Fingerspitzen schließen. Halten. Level 2. Es gibt noch ein drittes Level.
Bitte schiebt mit der Ausatmung vor. Mit der Einatmung ran. Mit der Ausatmung nach vorne schieben. Mit der Einatmung ran. Achtet darauf, dass die Unterschenkel immer auf Höhe der Knie bleiben. Das ist die Voraussetzung. Sauber arbeiten. Letztes Mal. Und dann lösen wir. Jetzt gehst du in eine Grätsche. Stütz dich hinten ein bisschen ab, heb dein Becken und rutsch noch mehr in die Grätsche hinein. Jetzt richte den Oberkörper auf und zieh mal die Zehenspitzen ran. Flex. Stell dir vor, du hast einen Stock verschluckt. Ganz lange Wirbelsäule. Arme zur Seite. Dreh den Oberkörper nach rechts. Die Füße point, lang machen. Und dann langsam zum Bein biegen. Die Hand zieht zum Fuß. Komm zurück, dreh dich, flex die Füße. Und schieb dich wieder zum anderen Bein. Mit der Einatmung drehen. Und mit der Ausatmung in die Säge. Press mal immer die Luft aus den Rippenbögen raus, wenn du in die Säge gehst. Enges Korsett an. Jetzt sägen wir dreimal, atmen unser F aus. F. Rippenbögen schließen. Und nochmal. Letzte Runde. Du atmest dein F aus. Andere Seite. Und zurück zur Mitte kommen. Das rechte Bein beugen. Mal vorne ablegen. Mit der rechten Hand stützt du dich hinten ab. Jetzt heb dein Becken. Mach dich mal ganz lang. Bieg dich ein bisschen zurück. Löse. Und zieh die Zehenspitze ran. Stretch. Wieder den Fuß lang machen. Kreise nach hinten. Stütz dich ab. Mach dich ganz lang, leg dich zurück und wieder Single Leg Stretch. Mach das mal im Flow. Arbeite langsam jetzt. Probier mal mit der Einatmung hochzukommen und mit der Ausatmung in den Single Leg Stretch zurückzukommen. Beim nächsten Mal bleiben wir in der Rückbeuge. Halte. Jetzt lass den Kopf los und schau in Richtung rechte Hand. Du kannst vorne mal versuchen, die Zehenspitze abzustellen. Drück dein Becken noch mehr nach vorne um. Schraub dein rechtes Schulterblatt in den Rücken rein. Löse. Zehenspitze ranziehen, Single Leg Stretch. Jede Dehnung ist ganz individuell. Das heißt, das Bein kann gestreckt sein, leicht gebeugt und es geht auch nur so weit nach vorne, wie es geht. Respektiere deine Grenzen. Und dann lösen wir. Wechsel. Die linke Hand stützt hinten ab und du ziehst dich ganz lang. Löse. Die rechte Zehenspitze ranziehen. Und stretch. Probierst du wieder mit der Einatmung hoch in die Rückbeuge zu kommen. Mit der Ausatmung in den Single Leg Stretch. Mach dein eigenes Tempo. Das, was dir gut tut. Mal bleibst du in der Rückbeuge. Halte hier. Lass den Kopf jetzt los und schau nach unten zu deiner Hand.
Schraub dein Schulterblatt schön rein in den Rücken. Drück und schieb deine Hüfte noch mehr nach oben. Zehenspitze vorne verankern. Und wir lösen. Flex den Fuß. Du greifst das, was du greifen kannst. Fuß, Fessel, Schienbein, Fußsohle. Das, was du gut fassen kannst. Lass den Nacken los. Lass die Atmung fließen. Du kannst auch mal die Augen schließen. Die Dehnung wahrnehmen. Verinnerlichen. Dann richte dich auf. Stell die Füße auf. Oberkörper ganz lang und groß. Die Arme zur Seite. Fingerspitzen zeigen nach unten. Jetzt gehen die Arme noch mehr zurück. Und du platzierst die Fingerspitzen am Boden. So, dass deine Arme gestreckt sind. Heb hier noch mehr dein Brustbein zur Decke. Spann den Unterbauch. Dann heb mal deine Beine an. Hier sind die Knie ein bisschen enger jetzt. Geschlossen halten. Ja, so leicht. Ein bisschen Platz hat es dazwischen noch. Jetzt bringst du ganz viel Ruhe in den Oberkörper rein. Und du bewegst die Beine nach rechts. Linke Pobacke hebt ab. Zur Mitte einatmen. Und ausatmen, switch. Einatmen, Mitte. Ausatmen, Hip-Twist. Ganz fester Unterbauch. Oberkörper ist ruhig. Level 1, Level 2, wer möchte, streckt immer das obere Bein lang aus. Und wenn du noch mehr möchtest, streckst du beide Beine aus. Jede Seite noch einmal, egal welches Level du machst, ist alles richtig. Und dann löse. So, ich hoffe, dir geht's gut. Wir haben unser Hauptworkout schon geschafft. Jetzt kommen wir noch zu einer kleinen Entspannung. Das rechte Bein beugen. Jetzt nimm mal den linken Fuß. Es gibt jetzt die Möglichkeit, den Fuß einfach unten auf der Wade abzulegen. Wichtig ist, dass beide Knie unten bleiben. Für die, die ein bisschen flexibler sind, die legen den Fuß hoch in die Leiste. Das Knie bleibt unten. Jetzt dreh den Oberkörper nach links. Umarme dein Knie. Und jetzt bringst du den Oberkörper langsam tief. Entspann den Nacken. Lass mal alles los. Schließ deine Augen. Jeder Ausatmung gibst du so ein bisschen Restspannung ab. Nochmal auftauchen. Stütz dich hinten ab und dreh den Oberkörper nach links. Greif mit der anderen Hand an deinen Oberschenkel. Jetzt suchst du die Länge mit der Einatmung. Ganz lang machen. Und mit der Ausatmung dreh dich noch weiter nach hinten. Mit der Einatmung in die Länge ziehen. Und mit der Ausatmung richtig fest die Fingerspitzen hinten reindrücken in den Boden. Noch weiter nach hinten aufdrehen. Einatmen lang. Ausatmen, dreh. Mit jeder Ausatmung holst du noch was raus. Irgendwann einen Punkt erreicht, wo dann nicht mehr viel geht, dann arbeite einfach an diesem Punkt weiter. Letzter Atemzug. Und dann komm langsam zurück.
Gerade jetzt spürt man den Unterschied zwischen der einen und anderen Seite. Jetzt wechselst du den Fuß. Rechte Fuß. Greifen. Erstmal unten aufs Schienbein legen. Und wenn du das Gefühl hast, ja, da bin ich doch flexibel, dann leg den Fuß höher in die Leiste. Mal wichtig, Knie bleiben unten. Voraussetzen. Drück die aktiv runter. Hüftdehnung. Dann dreh den Oberkörper nach rechts. Umarme dein Knie. Und bring jetzt den Oberkörper langsam tief. Lass den Nacken locken. Spür vielleicht auch einen Unterschied zwischen der einen und anderen Seite. Wir sind nicht immer gleich. Mit jeder Ausatmung kommt vielleicht noch ein bisschen mehr in die Dehnung rein. Mit der Atmung arbeiten. Schließ gerne die Augen. Entspann dein Gesicht. Und dann wieder aufrichten. Mach dich ganz lang. Fingerspitzen hinten reinschieben, einatmen in die Länge und ausatmen, ganz weit nach hinten drehen. In die Länge einatmen und noch mehr rausholen. Mit jeder Ausatmung holst du vielleicht noch einen Millimeter raus. Schau auch zurück. Noch zwei Atemzüge. Letztes Mal, dann hast du es geschafft. Und dann kommen wir zurück. Jetzt gehst du in einen ganz lockeren Schneidersitz. Legst die Ellbogen auf den Beinen ab und legst einfach mal den Kopf in deine Finger. Lass den Nacken los. Schließ deine Augen. Entspann dich. Nichts mehr tun. Daumen sind an den Schläfen. Die kleinen Finger an der Stirn. Ganz, ganz leicht mit den Daumen die Schläfen massieren. Einfach mal für eine Minute. Nichts tun. Das Training wirken lassen. Entspanne dein Gesicht. Vor allem die Stirn wird ganz glatt. Du kannst auch mit den kleinen Fingern die Stirn ein bisschen ausstreichen. Deine Atmung ruhiger werden, langsamer, tiefer. Löse langsam deine Finger und dann richte den Oberkörper nochmal auf. Ein über außen. Ausatmen tief. Mal einatmen hoch. Ausatmen lösen. Noch einmal ein. Ausatmen tief. Ein. Und ausatmen. Und das letzte Mal ein. Und die Atmung sinken lassen. Ich hoffe, es hat dir gut getan. Ich wünsche dir ganz viel Kraft und Energie und bis bald. Ciao!